I gave you my heart. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt anderthalb, drei Tage kein Video gab. Ich hatte einfach nicht so viel Zeit. Also habe ich nur kurz Videos rausgeschaltet, also mit Musik und TikToks und so. Viele haben jetzt auch schon gefragt, oder einige haben gefragt, wann das Abo-Special von den 90 Abos rauskommt. Ja, Leute, ich kann es kaum fassen. Noch 9 Abos. Und dann haben wir die 100. Oh Gott, Leute. Ich freue mich wie Bolle. Dafür gibt es auch ein Abo-Special. Wie gesagt, habe ich schon einer gesagt. Sie hat eben gefragt, wann das nächste, also das Abo-Special, das 90 Abo-Special kommt, ob das ein Livestream ist oder irgendwas. Ich sag's euch jetzt, die jetzt gefragt haben. Es wird ein SSO-Video sein, ein ganz besonderes. Das wird wahrscheinlich Mittwoch rauskommen. Und ja, es wird auf jeden Fall Mittwoch rauskommen und in den nächsten Tagen gibt es auch noch mehr Videos, außer nur als Info, morgen und übermorgen. Entweder drehe ich ein Video vor für morgen und eben den Montag kann ich eben gar nicht, weil ich schlafe eben von Sonntag auf Montag mit meiner Cousine. Und deshalb kann ich kein Video drehen in der Zeit, weil sie schläft nicht bei mir, sondern ich schläfe bei ihr. Ich sage es jetzt nicht wo. auf jeden Fall gibt es wieder das nächste Video am Dienstag oder dann genau das Abo-Special dann am Montag, am Mittwoch, weil das Abo-Special kommt erst am Montag. Ja, ich habe ja auch gesagt, das Abo-Special kommt erst Mitte, also Anfang des Monats, also Juli. Und ich werde das natürlich machen und ja, das 100 Abo-Special-Video wird dann auch irgendwann kommen, aber erstmal will ich schlafen, erstmal muss ich dieses Video drehen, aber was eigentlich ganz einfach ist, ich sage es einfach nicht, ich könnte euch jetzt schon alles sagen, ich glaube über eine Minute, über zwei Minuten, yay. auf jeden Fall wollte ich das nochmal so kurz erwähnen, wann das Abo-Special kommt, es kommt am Mittwoch raus, wenn ich Zeit habe. Weil ich habe Reiten plus, ich habe morgen vormittags keine Zeit, ich habe Nachmittag Reiten gegen Abend. Ich weiß nicht, ob das Video dann da rauskommt oder da rauskommt. Ich versuche es, dass ich es so früh wie es geht drehe, aber wenn es eben einen Tag später kommt, tut mir es wirklich leid. Ich gucke, dass ich das Abo-Special in der Zeit noch drehen kann, nächste Woche. Nur eben in der Woche haben wir sehr viel vor und ich gucke, dass ich das Abo-Special drehen kann, dass ich meine Mutter mal bitten kann. Weil meine Mutter hat eben gesagt, ja, erst den ersten Mittwoch, kann man das machen und deshalb wird das Abo-Special eben entweder Donnerstag oder eben Mittwoch rauskommen. Ich weiß es noch nicht, aber ja, seid gespannt und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mit dem Video mal los. Mit einigen Video, nicht was 3 Minuten geht über Abo-Special. Es geht um mein Wendy-Haul. Also ich habe nochmal eine Entscheidung gekriegt. Ja, ihr seht es schon wieder. Ich mache die Kamera ein bisschen hier. Und es ist sowas von meinem Zimmer. Und ich habe schon das Fenster auf. Und ja, okay. Ich werde das jetzt mal auspacken. Und ja, hinten darf ich leider nicht zeigen, weil da eben die Adresse steht. Und ja, ich mache es einfach mal auf. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder. So, ich habe jetzt das ausgepackt, die Verpackung mit meiner E-Mail-Adresse. Also mit der E-Mail-Adresse. Ja, alle Essen sieht man da, ich glaube, im Schimmel oder so. Und eben das, was dabei ist. Das packen wir auch natürlich aus. Und ja, wir öffnen einfach das Heft. Ja, da ist einmal Werbung. Ich muss nicht gucken. Dann ist hier das Inhaltsverzeichnis. wie man sieht. Und das hier. Ich freue mich schon drauf. Das kann ich nicht im Sommer oder so ausprobieren. Ja, ist schon Sommer. Dann machen wir mal auf die nächste Seite. Da ist einfach die besten Schulpferde. Die sind wirklich Tinger? Wusste ich gar nicht. Oh. Die besten Schulpferde, was? Ja,
Ja, durch das Reitpony bin ich mal geritten. Yay. ja, aber hey, das ist. What? Okay, wusste ich gar nicht. Hannoveraner? Wow. Okay, Leute, ich bin ein bisschen gespannt. Weil ich dachte, alle Schulis werden Haras, aber Harvey, sui. Ja, ich wusste das Zinga auch. Und hier, Shetty, wusste ich alles nicht. Ja, gut, das macht. das wusste ich jetzt wirklich nicht. Auch wenn ich jetzt 4 Jahre Reiterfahrung habe, wusste ich das eben nicht. Und ja, meine Kämpfen. Ja, so sieht es eben. Harvey, Isländer, Tinger, Hannoveraner und Shetland Pony und deutsches Reitpony. Das ist eben die Pferderasse. Dann geht's hier, wie groß die sind. Ja, Reitsport-Tage. Haflinger, Reitpony und so weiter. Da kann ich auch euch mal einen Überblick geben. Hier, Hannoveraner, Shetland Pony, ich liebe die. Tinger, meine Lieblingsrasse. Ja, Isländer und deutsches Reitpony. Dann ist hier eine Werbung. Dann gibt es hier eine Geschichte, die wollen wir aber nicht sehen, wenn ihr euch auch das Heft kaufen wollt. Ich gebe einfach auch euch mal einen kurzen Überblick. Und die ist gerade irgendwie ein bisschen lang. Ja, dann kommen wir auf die nächste Seite. So reitest du sicher. Ja. ja. Da gibt es ein paar Übungen, das weiß ich alles. Das ist für mich mega schwer, aber das macht im Reitverein ein Glück jemand. ja. Ja. ja, weil ich Dressur reite? Nee, ich reite nicht Dressur, aber ich bin im Dressurreiterverein. ja. Dann geht's hier Blick in die Zukunft. Ja, das werde ich machen. Wir haben nämlich gerade. Ja. So viel Uhr. ja, das Video wird wahrscheinlich ein paar Minuten später rauskommen, weil ich es noch drehen muss. Ja. Dann ist hier mit mir Spaß. Dann ist hier wieder eine Werbung. Dann ist hier einmal so ein Sommerbild von einem Rasse, die ich wirklich kenne. Okay. Also, ja, ich kenne nicht alle Rasseleute. Trotz Reitererfahrung 4 Jahre. Ja, hier sind nochmal die Sommerbilder. Ja. Island. What? Das hat man gar nicht erkannt. Lusitana, das wusste ich, dass ein Lusitana ist. Dann sind hier einmal wieder die Reitvereine, wo man reiten da kann. Ja, ich bin leider drin. da wird man auch nicht mal finden. Hier. Englische Blumen. Okay, diese Rasse. Ich finde die mega schön, die gibt es auch in SSO. die kaufe ich mir vielleicht auch. Aber nicht in meinem Special, Leute. es wird auch was anderes gehen, Leute. Es wird was anderes gehen. so viel kann ich euch nur sagen. Ja. Das ist die Seite. Info. Geil. Schon wieder. Yay! Das zweite davon. Yay! Neben hinlegen. Ja, in dem Reiter. Habt ihr eigentlich schon. Ja, das habt ihr schon. Upsi! In den Reiterferien. Weiß ich alles? Hehe. Putzen. 1. 2. Oh, ja, gut. 1, 2, 3, 4, 5, okay. Ja. Das ist eben, was man machen muss. Ja, dann geht's um 10 Top-Tipps gegen Hitze. Oh. Oh. da muss ich mal nachschlagen, mir ist warm. ja, dann gibt's hier wieder von Wendy eine Zeitung. Ja, das blende ich auch mal kurz um. Ja. Dann ist hier die Welt. Und ja. Das ist eben mal Werbung ein bisschen. Und was gibt Neues? Ich habe davon 2 Decken. Dann gibt es ja auch mal ein Ausmöbel von Isländer, glaube ich. Ich habe mir, glaube ich, es ist auch ein Isländer gekauft. Wenn ich so stolz bin. Ja. dann ist hier mir. Unicorn!
Yay, gucken. Oh, ja, yeah. Ich freue mich auf den 24. Ja, dann ist einmal hier das Abo-Special. Ich habe da auch den Podcast davon. Also nicht von dem, aber von Nestau. Ja, ich versuche, also ich möchte nächstes Mal, also nächstes Jahr klappt das nochmal machen, aber Special möchte ich diesen hier. ja, dann ist ja mal die Rückseite, oder die Rückseite von dem, ja, da ist schon mal was zur Vorschau, was hier jetzt drin ist. Ja, dann gibt es einmal hier eine Geschichte, die könnt ihr euch jetzt wieder durchlesen, wenn ihr eben, wenn ihr nicht so schnell seid, also wenn ich jetzt zu schnell für euch bin, macht einfach Stopp und ja. Leute, ich hoffe, ihr könnt das durchlesen. Und ja, jetzt fangen wir mit das hier an. Und ja, ich packe es mit euch jetzt aus. Und ja. Oha, das ist wirklich groß. Das ist mega. Also die oha, das ist mega schön. Ich finde, das muss so mega. Okay, ich finde es gut, dass man das aufpassen kann. So. Aber ich glaube, da werde ich nicht weit kommen. Ja, ich finde das sehr schön für den Sommer. Das kann man auf jeden Fall in den Sommer brauchen. Ja, zum Sonnen oder jetzt zum Beispiel im Wasser, aber ich glaube, im Wasser ist das nicht so nützlich. Ja, ich liebe so welche Dinger. Ich habe von diesem großen Teil, ich hoffe, ihr kennt es, sind so Luftdings, die größer sind als das da. Und da kann man sich drauflegen. Oh, Leute, ich habe das so 5 bis 6 Stück. Das ist das 7. glaube ich. Keine Ahnung, wie viel, aber ja, auf jeden Fall nicht so 2 bis 3, sondern schon viel. Ja. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, vergesst die Glocke nicht zu aktivieren und klickt auf Abonnieren, dass ihr auch kein Video von mir verpasst. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach nächstes. bis zum nächsten Mal. Ciao, Lieben.